Liebe Freunde, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Wir machen natürlich weiter hier bei den nächsten Rennen. Wir sind im Rang verrückt. Soweit ich weiß, haben wir das letztes Mal freigeschaltet. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ja, doch, fangen wir mal Traffic Attack an. So zwischenzeitlich können wir das mal machen. Würde ich jetzt nicht die ganze Zeit spielen wollen, aber machen wir auf jeden Fall mal. Letzte Aufnahme habe ich jetzt irgendwie letzte Woche wieder aufgenommen gehabt. Und dementsprechend... weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir, vor allem was wir letztes Mal gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich auch jetzt letzte Woche nicht so viel aufgenommen. Also die letzte Folge, die habe ich, wo ich jetzt gerade aufnehme, gerade eben erst hochgeladen, also veröffentlicht. Und sollte eigentlich ein bisschen mehr werden, aber wie das halt so ist, ich glaube, damit waren es dann, glaube ich, sogar nur 2 Videos pro Woche. Deswegen, will ich mich da gar nicht so sehr drauf festsetzen, wann immer Videos kommen. So, mein Ziel sind eigentlich nur 3 Videos pro Woche, aber kann vielleicht auch mal weniger werden. Huch! Aber ja, ich sag mal, so oder so kommen wir auf jeden Fall mehr oder weniger ans Ziel. Ich werde das Spiel jetzt auch nicht mehr so super lange spielen, weil ich merke selber auch für mich, dass das irgendwann, ja, vom Let's Play-Thema her irgendwann auch mal ein bisschen langweilig wird. Also wir haben eigentlich jetzt zumindest alle Locations schon mal irgendwie gesehen. Modi haben wir soweit alle gesehen und mein Ziel wäre es jetzt halt, wie ich schon gesagt habe, den letzten Rang auf jeden Fall noch freizuschalten, und dann würde ich sagen, war es das auch mit Burnout Revenge hier erstmal. Ich denke mal allerdings, ich werde dann irgendwann mal einen Livestream in Sachen Burnout Revenge machen. Ich werde das dann wahrscheinlich übergangstechnisch so weitermachen und starten wir mal neu. Das habe ich jetzt ein bisschen versemmelt, da war ich jetzt zu sehr. Sobald du einmal crashst, dann bist du irgendwie aus der Form irgendwie, würde ich jetzt mal sagen. Nee, ich werde das dann wahrscheinlich streamen und dann wird es wahrscheinlich irgendwie ein Stream-Highlight-Video oder sowas geben. Da werde ich mir noch was überlegen. Ich denke mal, neben den ganzen Stream-Highlights, die ich wahrscheinlich hochladen werde, will ich mal gucken, ob ich nochmal Spezialvideos irgendwie mache von irgendwelchen Spielen oder so, und das wird dann sehr wahrscheinlich auch in gecutteter Form kommen, also das wird dann geschnitten sein. Und das wäre so mein grober Plan, eine grobe Idee. Von Xbox Live getrennt, nice! Ist auch so eine Sache, ich glaube, ich werde mal in Zukunft meine Xbox per Kabel verbinden. Also ich bin zwar direkt neben dem WLAN-Router, aber neben meiner Fritzbox. Ich dachte mir irgendwie, kommst du da noch rum? Nein, kommst du nicht. Du kommst nicht um diese Kurve. Warum solltest du um diese Kurve kommen? So. Aber ansonsten spielen wir jetzt einfach erstmal weiter. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht irgendwie drauf schwitzen, sage ich jetzt mal, dass ich hier irgendwie wieder Gold kriege. Also will ich schon schaffen, aber wenn ich merke, wird nichts mehr, ist das halt so. Silber haben wir schon mal, das würde mir auch reichen. Bam! Und in dem Moment kill ich wieder mein Auto. Alter! jetzt kann man... Muss man Burnout 8 lassen, Crashes sehen halt immer noch gut aus, ne? Ich glaube, wir haben jetzt auch bald eine Runde rum, dann kriegen wir den doppelten Multiplikator. Kurve. Ich kann mich ja noch letzte Folge erinnern, dass wir auch die Strecke hier gefahren sind, nur halt in anderem Modus. Ah, da lang, bloß da lang. Ah, hier sind so schön viele Autos, ey. Nein, Bus! Ja, Busse hat man es gesehen, die darf man nicht von den hinten mitnehmen. Ja, scheiße. Alter. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ja, das ist alles hier ein bisschen crashlastig, merke ich gerade. Das gefällt mir jetzt auch nur so bedingt. Ja, aber es sieht trotzdem gut für Gold aus. Ey, ich bin so kurz vor Gold, ne? Jawohl.
sollte reichen. Ich achte gerade auf den Wahnsinns-Counter. Den Wahnsinns-Balken. Ich bin tot. Da, geschafft. Aber Traffic Attack glaube ich mache ich so schnell auch wieder nicht. Der Modus ist nicht so krass. So, und ich sage auf jeden Fall schon mal so viel. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Das ist ein anderes Video noch, bevor wir den nächsten Rang freischalten. Aber ja, ich denke mal so, keine Ahnung, bestimmt noch so 6 Folgen oder so. Und dann haben wir, glaube ich, den letzten Rang freigeschaltet. Und ja. Oh, Vorschau-Event. Also wir haben zwar eigentlich schon alle Locations gefahren, aber wir haben noch nicht alle Videos gehabt. Okay. Sieht interessant aus. Eine Minute 25. Na, ich wollte zuerst links und auf einmal zu spät reagiert. So interessant, wie wenig Verkehr hier einfach ist, ne? Das Spiel ist aber auch gerade überstrahlt, ey. Wie viele Grafikeffekte wollen sie haben? Das Spiel, ja, bitte. Einmal zum Mitnehmen. Aber leider mag ich den Grafikstil. Ich finde, es gibt selber zu, ist ein bisschen too much. Aber ich mag den Grafikstil leider sehr. So, bis auf hier und da. Boah, das war eben doch mal so knapp. Bis auf ein paar kleinere Fehler war das eigentlich ziemlich ideal. Und jetzt sieht das Spiel aus so. Das war Goldzeit. Also einen kleineren Unfall hättest du, glaube ich, machen können, aber da musstest du eigentlich schon perfekt durch. Ja, cool. Ging auch schön schnell. So, White Mountain haben wir noch was. Crashbreaker Road Rage, da sehe ich mich. Und dann sollten wir gleich mal gucken, dass wir auch mal wieder eine Crash-Kreuzung wieder machen. Weil die mache ich ja gefühlt immer so ein bisschen wenig. Zu weit weg. Sieht beim Auto aber auch echt krass aus. Ja, ich glaube, da starte ich nochmal neu. Die drei Auspuffrohre, oder ich glaube, es sind sogar 6 oder so. Auf jeden Fall hat man 3 Stellen, wo man Flammen sieht. Ja, es sind 6 Auspuffrohre. In der Mitte welche und dann nochmal links und rechts. Nice. Lol, das ist ein Spezial-Takedown. Er ist tot.
Stirb! Ich sehe dich nicht! Ich habe nichts mehr gesehen vor lauter Büschen. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Glück gehabt. Yo. Das war nice. Ja klar. Also ich fahre dem Typen rein und ich muss dann auch noch crashen. Aber ja, hat sich ja doch noch halbwegs gelohnt. Brauchen wir 5 Takedowns. Ey, was? Okay, da hat das Spiel mich jetzt aber getrollt, ey. Das wäre ein doppelter Takedown gewesen. Ich denke mal, der eine ist gecrashed und der andere hat sich wahrscheinlich irgendwie da durchgemogelt. Jo. Noch mehr Suizid geht nicht. Ah, fast ein Vertical Takedown. Nice, das war ja schon Gold. Easy. Dann können wir uns ja jetzt in die Tiefe stürzen. Oder uns töten. Das geht auch. Come on! Ich will weitermachen. Alter, das Spiel manchmal, ne? So, tschüss! So, tschüss. Tolle Ausfalltextur. LOL! Erstmal alles explodieren lassen. Nice. So muss das. Sieht sogar sehr cool aus. So. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Hier gibt es keine Crash-Kreuzung. Die habe ich nur auf Silber geschafft, weil ich da wohl schlecht war. Haben wir denn noch welche? Da haben wir eine. Mann, muss ich schon förmlich nachsuchen. Kein Wunder, dass ich die kaum spiele, ey. Oh je. Nein! Also du fährst normal durch die Gegend, auf einmal fängt dein Auto an zu bremsen, beziehungsweise dein Motor.
Boah, das habe ich auch noch ganz knapp, habe ich Gold bekommen. Ich hätte das jetzt auch nicht nochmal neu gestartet. Aber nice. C170 mit. Okay. Okay. Ich brauche noch 33 Sterne für den Aufstieg. Und da habe ich jetzt. Ach Gott, ja, komm, dann machen wir direkt noch eine weitere Crashkreuzung. Machen wir die noch, dann würde ich sagen, machen wir noch ein Event und dann haben wir es eigentlich schon fast wieder. Dann haben wir in dieser Folge schon wieder einiges geschafft. Ja, Na, kann tricky werden. Okay, aber ich verstehe. Ich habe auch schon das Zielauto gesehen. So. Das wird jetzt übrigens immer schwieriger. Mit dem B-Hämmern. Ach, die fahren unten lang. Was sind das denn? Ja, egal. Wir haben Gold. Ist wurscht. Aber so ganz knapp Gold, ne? Uff. Aber ganz knapp haben wir Gold bekommen. Okay, die sind, ich glaube, ich meine, ich habe die da unten noch lang fahren sehen, die kleinen Penner. Naja, egal. Gewonnen ist gewonnen. Sterne noch für den Aufstieg. Das klang ein bisschen falsch. So. Noch eine. Hey, jetzt schmeißt du mich mit den scheiß Crash-Kreuzung zu, oder was? Crash-Breaker-Rennen, das machen wir. Oh, anderes Auto. Hier, den haben wir doch freigeschaltet. Oh. Boah. Orange gefällt der mir schon sehr. Die Farben, die sind auch so schön knallig in dem Game. Das finde ich leider geil. Wie schon gesagt, ich mag die Optik von dem Game. Und ja, damit meine ich die 360-Fassung. Weil ich kann mich nur erinnern, beim Stream von Kuro S, wo der Burnout Revenge in seinem Racing Marathon gespielt hat, also halt so ein Speedrunner, wer den jetzt nicht kennt. Oder halt verschiedenste Arcade-Racing-Games gespielt hat, mal außerhalb von Need for Speed. Und da hat er eine Umfrage gemacht und fast alle haben gesagt, oh, PS2 Version sieht so viel besser aus. Und ich war so einer der ganz wenigen, der die 360-Version genommen hat, weil ich mir denke, naja, ich finde die Grafikeffekte trotzdem geiler. PS2-Version sieht einfach... Ich meine, okay, die sieht für die heutigen Standards, sieht die halt passender aus, weil die nicht so... So, keine Ahnung. Schon gesagt, schon ein bisschen viel mit den Grafikeffekten, aber ich mag es leider irgendwie. Na, kriege ich irgendeinen von euch? Ich glaube, das war nur einer. Ja, natürlich erwische ich den nicht. Ah. Den sind wir, glaube ich, auch noch nicht lang gefahren. Also ich kenne die Stelle hier, aber hier fahre ich grundsätzlich auch sehr selten lang. Dann kommst du wieder hier unten irgendwie raus, genau. Jo! Und wieder einer weniger. Bam. Das ist aber selber schuld.
Das bin ich jetzt auch selber schuld. Verdammt! Ich will das gewinnen. Ich habe so ein kleines Problem. Ich habe nur eine Superwertung. Ach Mann. Toll. Wow. Kleiner Glückspilze. So. Jetzt haben wir die Wahnsinnswertung. Boah. Boah. Der hat mich abgedrängt, der kleine Penner. Yes. Hat zuerst nicht nach Sieg ausgesehen, aber doch noch geschafft. Sehr gut. Mit Wahnsinnswertung. Ich bin zufrieden. So, 23 Sterne brauchen wir noch für den nächsten Rang. Ich würde sagen, das schaffen wir dann auf jeden Fall. Ja doch, das müssen wir in der nächsten Folge schaffen, weil ich habe das Gefühl, so 5 bis 6 Events schaffen wir pro Folge. Und ja, dann schaffen wir auf jeden Fall hier dann den Rang Rächer freizuschalten. Und ja, Dominator ist dann auch nicht mehr so viel. Das sind da wirklich, ey, das ist jetzt echt nur noch so 4 Folgen oder so sein. Dann ist das Let's Play eigentlich erstmal so indirekt durch. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir so merke ich selber so, bis dahin spielt es ganz cool, um das so freizuschalten. Man hat ein Ziel, aber danach ist irgendwie nur noch die Events abgrasen, um dann wirklich alles zu haben. Und ja, wie gesagt, das wird dann irgendwann in Streamform kommen. Aber gut, Leute, soweit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall kommen noch ein paar Folgen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Folge machen wir dann weiter. Sollten wir dann den vorletzten Rang freischalten. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus für heute. Und ja, ich wünsche euch noch schönen Tag, Nacht, Abend, sonst was. Und ja, man sieht sich. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.